einen Blick auf diese drei Plakate dort bieten. Und zwar ist das jetzt was ganz anderes. Wir haben jetzt auch keinen Menschen hier, der Ihnen das präsentiert. Das ist ein Präventionsprojekt, was in mehreren Etappen entstanden ist. Da habe ich die Broschüre auch. Genau, und zwar ist das mal durch Initiative unserer Präventionsbeamten im Bezirk, ist die Idee an uns herangetragen worden, gäbe es nicht die Möglichkeit, Videomaterial zu erstellen, was für die Polizeiarbeit benutzt wird. Also die typischen Szenen, jemand wird angemotzt und so weiter und daraus entwickelt sich etwas. Und das hat dann eine Kollegin gemacht, das war sozusagen der erste Schritt in dem Projekt, dass diese Szenen erarbeitet wurden. Ja, und dann hatten wir diese Szenen und unser Präventionspolizist, Herr Schönfeld, ist mit der CD von dann gegangen und war froh. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir könnten doch in der Schule auch damit was machen. Mhm. Und dann haben zwei Lehrerinnen, unter anderem Frau Kulicke, die Sie gerade kennengelernt haben, ein Unterrichtskonzept entwickelt, wo diese Szenen benutzt werden, um sich dem Thema Gewalt mal auf andere Art und Weise zu nähern. Ja, und das haben wir jetzt als Booklet halt auch produziert und bieten das als Fortbildung auch für andere Schulen an und haben uns beworben für den Berliner Präventionspreis. Mal schauen, ob es klappt. Also Sie haben einen guten Kontakt zu den Präventionsbeamten, ne? Höre ich so raus. Ne? Ja. Und arbeiten auch in den Stadtteil hinaus? Also so haben Sie viele Kontakte auch zu anderen Akteuren, ne? Ja, also die Sozialraumorientierung. Ja. Genau. So. Ja, spüren Sie auch, dass das fruchtet? Ja. Das heißt, ein Gewaltproblem an der Schule, können Sie jetzt auch nicht sagen, gibt es nicht? Also es sind 1100 Schülerinnen und Schüler, hauptsächlich in einem Alter zwischen 12 und 20 Jahren. Und dass so viele Menschen auf einem Ort, dass es da Probleme auch im Zusammenleben gibt, das ist doch ganz klar. Aber ich denke, das ist ganz normal. Aber was man oftmals in der Presse wahrnimmt, dass es große Gewaltorgien gibt oder sowas haben wir hier nicht. Ich habe mal eine Frage, haben Sie auch das Projekt Klassenräte? Ja. Ja, natürlich. Also das habe ich nämlich letzte Woche in der Grundschule gesehen, wo dann im Klassenzusammenhang über Probleme, Konflikte gesprochen wird. Das ist ein moderiertes Konzept und wo dann einerseits die Schüler lernen, über die Konflikte zu sprechen, aber miteinander lernen, den Konflikt zu lösen. Das haben Sie auch jede in Ihren Klassen. Jede Woche. Den Klassenrat. Ja, jetzt gehen wir weiter. Das präsentiert worden. Ich habe das immer gelesen und darüber gehört. Also, dass sich wirklich die Kinder selber dann dem Konflikt stellen. Also, dann stand ein Mädchen, was ein Problem hat, dann im Kreis der Schülerinnen und Schüler, hat dargestellt, was sie nicht gut fand. Und dann haben die Schüler darüber diskutiert. Also, zum einen, ob sie nachvollziehen konnten, warum sich das Mädchen nicht wohlgefühlt hat, was es erlebt hat. Und auf der anderen Seite haben die dann gemeinsam besprochen, was man denn ändern könnte. Einerseits, wie sich das Mädchen selber verhalten kann, um eben auch zu zeigen, was es nicht gut fand. Auf der anderen Seite dann eben auch darüber gesprochen, was eigentlich dann derjenige machen sollte, der eben, ich sag mal, sich nicht so korrekt verhalten hat. Und das haben die gemeinsam miteinander diskutiert. Das fand ich sehr, sehr gut. Wollen Sie eigentlich diese Schulentour noch weiter fortsetzen, Frau Scheres, oder war das einfach jetzt nur am Start? Sie haben ja damals begonnen, als Sie frisch ins Amt gewählt worden sind und alle dachten, ja, das macht sie jetzt vielleicht so ein, zwei Jahre und dann war es das auch. Oder wollen Sie diesen direkten Bezug zur Schule auch weiter aufrechterhalten? Also ich mache es ja jetzt seit 2 Jahren. Ich war in jedem Bezirk und ich mache es auch weiterhin, also weil ich es wichtig finde, eben das Ohr wirklich auch an der Schule dran zu haben. Genauso mache ich das auch mit den Hochschulen. Ich bin auch auf Hochschultour genauso und auch in der Jugendhilfe unterwegs. Also das ist für meine Arbeit sehr wichtig, eben von den Akteuren zu erfahren, was läuft gut, wo müssen wir nachsteuern, wo gibt es Probleme. Und ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so der Politikertyp, der abgehoben in einer Verwaltung sitzt, sondern das muss eben ein Zusammenspiel sein. Mir ist es wichtig, eben nah an den Bürgern zu sein, beziehungsweise eben auch an den Bildungseinrichtungen. Hier werden Sie jetzt einen Partner sehen. Das ist die Schildkröte, die nicht nur unsere Mensa betreibt, sondern auch Berufsorientierung macht. Und hier sind wir jetzt in einer 9. Klasse, die das Spiel des Lebens jetzt in dieser Projektwoche hier macht. Ja, es geht um eine Stärken- und Schwächenanalyse, um eine berufliche Perspektive für die Schülerinnen und Schüler. Und wir werden unterstützt, also die Lehrerinnen und Lehrer werden unterstützt durch die Mitarbeiter der Schildkröte. Wie viel Geld jetzt übrig ist. Und jetzt sind Sie bei der Stadtplanung. Genau, wir sind in einer, das ist ein Berufsorientierungsprojekt und sind in andere Rollen geschlüpft. Ne? Genau. Gucken wir uns einfach mal an. Ja.
Das heißt, hier können Sie lernen, wo Ihre Stärken und Schwächen liegen, auch für die spätere Zukunft. Na, Sie schlüpfen in Rollen, in berufliche Rollen und setzen sich damit auseinander. Was kommt auf mich zu in der Arbeitswelt? Wie sieht es aus? Was habe ich später für Aufgaben? Wie komme ich mit meinem Geld aus? Was kann ich mir leisten? Anfangsgespräch, eben, dass es so wichtig ist, dass eben auch Kolleginnen und Kollegen, also Leute, Lehrer werden, die eben auch diese sprachliche Kompetenz mitbringen. Und das ist eben hier so schön. Ich habe ja muttersprachliche Lehrkräfte direkt aus der Türkei, die in einer staatlichen Europaschule arbeiten, aber eben auch Lehrkräfte wie Frau Konuk, die in dem ganz normalen Regelzweig als Lehrerin arbeiten, wo wir ja auch ganz viele Schülerinnen und Schüler mit türkischen und arabischen Wurzeln haben. Wie lange sind Sie schon hier? Ich bin im 10. Jahr schon hier an der Kalfonus-Jetzki. Genau, schon lange. Ja, gut. Vielen Dank, Frau Konuk. Ja, sehr gerne. Wir gehen weiter, ja? Okay, gut. Wunderbar. Alles Gute, ne? Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss. Wenn Sie von einer Schuldirektorin oder einem Schuldirektor oder einem Leiter hören, da könnte aber noch was passieren, da brauchen wir noch Unterstützung, dass Sie das dann auch umsetzen können? Es gibt viele Punkte, die kann ich umsetzen, aber es gibt natürlich auch Punkte, da habe ich dann nicht die Möglichkeiten. Also wenn es zum Beispiel, also wir haben ja jetzt im Rahmen der Haushaltsberatung sehr viel zusätzliche Gelder für die Schulsanierung bereitgestellt und dann aber natürlich die Bezirke ihre Prioritäten festlegen und daran sind wir natürlich auch gebunden und unterstützen das mit. Ne? Und wenn dann andere Prioritäten gesetzt werden, ist es manchmal dann eben schwierig. Aber es gibt auch inhaltliche Punkte, die kann ich dann schon auch umsetzen. Punkte, also strukturelle Sachen, auf die ich aufmerksam gemacht werde, die vielleicht seit zigtausend Jahren schon so sind und wo ich dann schon sage, so, lass uns doch nochmal darüber nachdenken, muss das denn weiterhin so sein oder kann man da nicht Dinge verändern und zeitgemäß anpassen? Also das sind schon, also das nehme ich auch, die Anregung nehme ich sehr ernst. Kaffee, Bankrecht und Treffen darf halt recht. Kurt Upolsky, Irma Keun oder Peter Schader und sprechen mit denen. Ja, genau. Und pro Tisch sind das dann immer zwei Gruppen, die also mit verschiedenen Texten auseinandersetzen und herausfinden sollen. Kurz bitte, das ist die Aufgabenstellung, ne? Welche Informationen der Text, ob Wertungen enthalten sind oder mit welcher Absicht der Text entstanden ist. Weil da sind zum Beispiel Gedichte, sind Briefe, sind also ganz unterschiedliche Textwörter. Und auch Emotionen sollen irgendeine Rolle spielen. Wir haben uns sehr stark mit dem Hintergrund beschäftigt, welches Lebensgefühl hatten die Exilanten und so weiter. Ne? Und jetzt sollen wir gucken, ob sie das im Text finden und die Arbeitsergebnisse dann noch in der Folie festhalten. Und wir lassen jetzt die Comedian-Harmonists laufen, weil eine Gruppe sich mit denen, deren Schicksal auch beschäftigt. Ne? Und haben so eine kleine Kaffee-Atmosphäre. Ja. Ja, genau. Steht auch noch mal vorne dran, welche Bedeutung das hat und so, dass die Schüler das wissen. Und der Tisch draußen ist natürlich ein, also dass sie trotzdem dazugehören. Ne? Für sie habe ich hinten auch noch mal ein paar Schülerarbeiten ausgelegt, die sich so Portfolios, die sich mit Exil-Autoren beschäftigt haben. Guck an. Vergiss die Aufgabe. Nee, wir bearbeiten immer erst alleine und dann in der Gruppe werden wir das gut sehen. Ja, wir werden zum Beispiel die Schicksal. Ja, von Werkstattrecht. Halt, wir bearbeiten das erstmal. Ihr werdet jetzt in Bearbeitungsphase sozusagen, habt ihr nicht darüber gesprochen. Genau, wir müssen es erst besser verstehen, damit wir es auch besprechen können. Und wie findet ihr das von den Gruppenarbeiten? Also ich finde es sehr besser als Einzelarbeit. Lernt ihr mehr? Ja, weil wir können uns auch ergänzen. Ja, genau, wir ergänzen uns auch. Wie ergänzt ihr uns immer? Naja, wenn wir uns also zum Beispiel, sie bearbeitet ihren Text und ich bearbeite und dann können wir sagen, sie hat was anderes, ich habe was anderes, dann können wir es untertauchen. Genau. Ja, in der Anfangsphase. Thank you.
Ja, finde ich sehr gut. Das finde ich also auch dieser Austausch, das ist ja dann so, dass nicht jeder über seinem Zettel sitzt und das für sich arbeitet. Und die korrigieren sich ja dann auch in der Sprache. Ne? In der Mittelstufe arbeiten wir mit so einem Schultagebuch. Da haben wir halt auch bestimmte Seiten, wo Operatoren zum Beispiel gesammelt werden und in Biologie und in Chemie und so weiter, die gleichen sich ja und trotzdem bedeutet nicht nenne oder beschreibe in Biologie das gleiche wie in Deutsch oder so etwas. Ja. Und dessen sind wir uns sehr bewusst und haben halt auch durch unsere muttersprachlichen Kolleginnen manchmal ganz gute Inputs, wenn die uns manche Wörter, die in der Bildungssprache für uns ganz selbstverständlich sind und die wir gebrauchen, die uns manchmal ein nettes Schauspiel bieten, zu welcher Verwirrung das kommt, wenn man nur die Reihenfolge von zusammengesetzten Nomen ändert oder so, Wasser, Schlauch, Schlauch, Wasser und so und schon hat die ganze Sache eine ganz andere Bedeutung und das ist, glaube ich, an so einer Schule den Lehrern viel bewusster und transparenter, welche Schwierigkeiten die, es gibt. Haben Sie da so Qualifizierungsprogramme auch? Also diese ganzheitliche Sprachbildung? Genau, also wir wurden jetzt unterstützt durch Förmig. Da haben wir zwei professionelle Lerngruppen ausgehabt von Lehrkräften, die aus allen Bereichen da mitgearbeitet haben, also aus allen Fachschaften. Und die haben Materialien hergestellt. Also zum Beispiel ging es dann in den ersten Sitzungen darum, wie formuliert man Arbeitsaufträge? So verständlich, dass die Schüler sie verstehen, und zwar in Mathe, in Deutsch, in Bio, in Chemie und so weiter. Und da jetzt von allen Fachschaften Kolleginnen und Kollegen an diesen Gruppen beteiligt waren, wurde das auch wieder dann in die Fachschaften getragen. Dieses dann wieder, das haben wir mit dem Sprachbildungskonzept erstellt, die das dann systematisch aufbereitet haben und aufgearbeitet haben. Und so sind wir jetzt schon bei unserem zweiten Schwerpunkt angekommen, der heißt ja jetzt Lesen. Also unser erster Schwerpunkt, die erste Baustelle war Operatoren. Ja. Und jetzt der zweite Schwerpunkt ist Lesen. Und da ist, arbeiten wir halt mit diesem Antonin-Programm in der Mittelstufe ganz, ganz erfolgreich. Ja. Normaler Aufenthaltsraum auch für Oberschichten oder so. Wie organisieren Sie ja, das? Ja, wir haben also zwei Mittagspausen, einmal für 7-8, einmal für 9-10. Aber genau, die Oberstufenschüler sind ja, die haben ja einen individuellen Stundenplan. Ja. Und die haben halt auch Freiblöcke und nutzen eben diesen Raum eben auch als Aufenthalts- und Pausenraum. Und wir gehen jetzt aber nur durch. Hinten wieder raus. Und zur Küche gehen. Hier waren Sie bestimmt schon. Hallo. Guten Tag. Ach so. Nochmal die Schildkröte, ja? Klasse. Aha. Und Sie haben auch so Frühstück und Mittagessen, ne? Heute aber nicht so viel, weil heute nicht so viel los ist, immer und Projektwoche ist. Sonst ist immer alles schön voll. Essen ist ja immer wichtig. Auch. Ja, für die Stimmung und fürs Leben. Auch so genau. Das ist ja immer eine schwierige Gratwanderung zwischen dem, was Kindern wirklich schmeckt und was gesund ist, oder? Das stimmt, das merkt man jetzt. Stimmt auch. Ja, wir wollen ja alle süße Sachen haben. Ja, aber ich sag mal, wenn Sachen ansprechend sind, dann denken Kinder ja auch ne? Das ist ja. Gut. Dann, alles Gute. Ne? Ihre Kinder dürfen auch mal Süßigkeiten essen, oder Frau Scheres? Klar, ja, Süßigkeiten essen. Ich finde, das gehört dazu und es muss eben in einem gewissen Maße sein. Und ich finde es einfach wichtig, dass Kinder lernen, damit selber gut umgehen zu können. Ja? Also wenn Kinder überhaupt keine Süßigkeiten essen dürfen, dann... Ja, dann wissen sie meistens dann nicht, wie sie damit umgehen sollen und essen dann ganz viel. Und ich finde es okay, wenn man zwischendurch Schokolade isst oder Lutscher. Also sie müssen eben auch wissen, was gesund ist und was man so braucht. Ne? Also dieses Ausgewogene, das ist sehr wichtig. Ja. Ja, das haben, also dieses Beachvolleyballfeld existierte ungefähr vor 2 Jahren noch gar nicht. Da war eine Brache. Ja. Die war ganz furchtbar und dann gab es Kollegen, die haben gesagt, wir wollen gerne sowas machen. Basketball ist sowieso ein großes Thema bei uns. Mhm. Kooperation mit Alba und Berlin Tigers hier in Kreuzberg, na klar. Wie lange haben Sie das schon in diesem Programm? Alba Profi? Macht Schule, genau, ist ja eigentlich ein Grundschulprogramm, aber diese Grundschüler sind ja jetzt rausgewachsen. Mhm. Und jetzt sucht Alba natürlich nach Kooperationspartnern auch in Oberschulen. Und da wir waren haben die ja natürlich auch bei uns. Ein neues Programm aufgelegt in der letzten Legislatur. Profivereine an
an Schulen, ja, das haben wir ausgeweitet. Ja. Und das war jetzt, oder ist gerade auch wieder mehrere, Thema in den Haushaltsberatungen. Ja, also Alba, ja. Aber Alba lässt sich hier in Kreuzberg vertreten durch den Kreuzberger Verein Berlin Tiger. Also Aha. Die Trainer, die jetzt hier ins Haus kommen, die kommen von Berlin Tiger. Aber wir haben einen großen Kooperationsverbund in Kreuzberg hier mit mehreren Schulen und Alba. Das ist bestimmt gut angenommen, ne? Ja, das, genau. Aber das ist jetzt durch Kollegen eben entstanden. Die haben also mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam also ein Konzept geschrieben. Wir haben das eingereicht im Bezirk. Frau Belicke hat es prüfen lassen, ob das alles möglich ist. Und dann haben wir das gebaut, umgesetzt. Und jetzt ist es da leider heute nicht im Einsatz, weil es jetzt nicht das richtige Beachvolleyball-Wetter ist.